Okay. Also sagen wir mal so, es würde funktionieren für die Zukunft, wenn wir irgendwie mal wieder schwache Gegner haben und dann anziehende Aura einsetzen oder so. Ne? Das heißt, ich will das jetzt hier erstmal weghaben. So. Jetzt fliehen sie nämlich wieder brav, wie sie sind. Das heißt, ich könnte jetzt ganz kurz Fähigkeiten anpassen wieder. Manomaru kriegt hier... Confessions? Klingt ja nicht verkehrt. Erweitere die Reichweite. Das war das, was wir brauchen für Dingens. Ich würde jetzt allerdings halt auch gern noch die kritische Trefferquote erhöhen. Aber so wichtig ist mir das jetzt nicht. Nehme ich tatsächlich dann lieber halt mehr Stärke. Ja, wobei, ich weiß halt nicht, wie weit sich das halt auswirkt, ne? Deine Angriffsstärke haben die gleiche Stärke wie deine Mönchsklasse. Weil... Oh, ich sehe nicht von irgendwelchen Werteveränderungen oder so. So, Zola. Du hast noch nicht das, was ich suche. Noch nicht. Nee. Klug? Ist ganz schön klug. No, auch nicht. Giro. MP wiederherstellen. Stelle beim Laufen nach und nach MP wieder her. Das finde ich nicht verkehrt. TP wiederherstellen beim Laufen ist mir relativ wumpe, dadurch, dass wir inzwischen zwei Heiler haben. MP absorbieren brauche ich mit ihm nicht. Da bleibe ich bei TP absorbieren. Jo. Wobei, ich würde halt theoretisch gern, vielleicht mache ich das irgendwann mal außerhalb der Aufnahme oder so, hier bei den Kelodonen hier noch ein bisschen die Viecher einfach immer und immer wieder umhauen, weil die respawnen ja anscheinend irgendwie. Ja, also ich könnte jetzt da nochmal hin und nochmal 500.000 Dinger umnatzen. Ja. Und dann halt irgendwie Alleskönner oder sowas dann ein bisschen leveln. Weil durch Alleskönner können wir ja dann tatsächlich dann mehr Fähigkeiten tragen. Das ist so mein Gedanke dahinter. Das klappt, ist so eine andere Geschichte. Aber das ist so mein Gedanke. Diese drei auf einen Haufen, den mache ich mal eben schnell. Ja, und wenn es dann irgendwie zwei, drei Fähigkeiten mehr sind, die ich dann trage, aber es sind dann halt mehr, weißt du? Das ist ja nicht mal so verkehrt. Ich meine, inzwischen hat ja, glaube ich, jeder von denen hier alles können. Mal gucken. Oder aber wir kaufen uns immer durch die Medaillen dann weitere Alleskönner-Bücher. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Du verteidigst jetzt halt erstmal. Weil man kann dann tatsächlich halt die ganzen Charaktere sehr, sehr stark entwickeln. Sehr, sehr stark. Och, nö. Naja, dann machen wir ganz einfach hier, ne? Erde und Go. So, selbiges hier auch nochmal. Und noch so eine Truppe. Verteidigen. Warten wir, bis Klug wieder dran ist. Außer Klug wird dann Kilo lohnt. Dann ist das halt dann doof gelaufen. Sie wird nicht Kilo lohnt. Okay, dann sind sie des Todes. Ihr seid alle des Todes. Geweiht. Gedünst. Erfahrungspunkte. Haben oder nicht haben. Das ist hier die Frage. Oh, und sie haben Scheiße gedroppt. Ist ein bisschen wie in WoW. Was ist das für eine komische Maschine, die ich da höre? Ich habe keine Ahnung.
Gehen wir mal hier lang. Da ist auch wieder unser Medaillentyp. Hallo, Medaillentyp. So trifft man sich wieder. Ich bin hier hineingerannt und knapp dem Laserring entkommen. Ich war überrascht, dass es eine Verbindung zum unterirdischen Fluss gab. Wie sehen eigentlich meine Sachen aus? Unversehrt? Sie sind die besten, die ich habe. Übrigens, möchtest du was kaufen? Ja, mit neuen Medaillen komme ich nicht wirklich weit, ne? Aber ich nehme mir mal tatsächlich ein Buch des Alleskönners. Und das reicht. Herrlicher Glück, nicht wahr? Ich kam hier auf der Suche nach den Aurora-Ruinen. Und mal sehen, was ich gefunden habe. Aber da vorne gibt es eine Stadt namens Baroi. Dort haben wir etwas von der Aurora-Ruinen gehört. Oh, das ist ja hervorragend. Nun, vielleicht treffen wir uns wieder einmal. Aber nur vielleicht. Ich bin überrascht, dass er noch lebt. Deshalb ist er wohl so ein großer Abenteurer. Maru ist auch überrascht. Wie ich ihn kenne, wird er die Aurora-Ruinen eines Tages entdecken. Dass er diese Laser überlebt hat. Er steckt mehr an ihm, als man auf den ersten Blick sieht. Das mag sein. Ach siehst du, ich hätte die ganze Zeit die Steine natürlich wieder untersuchen können. 50 Gold. Was ist denn das? Eine Tür. Wieder was zum Teleportieren. Sprunggerät wurde aktiviert. Toll. Da speichern wir noch erstmal. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. So. Dynamecha-Robos? Nein. Seht genau hin. Seht ihr die Waffen? Das sind Kriegsmaschinen. Also haben sie in den Kriegen solche Maschinen eingesetzt? Das ist das gleiche Geräusch wie vorhin. Die Maschine funktioniert also noch? Yasato und die anderen funktionieren seit 10.000 Jahren, nicht wahr? Und diese Maschine wahrscheinlich auch. Stimmt was nicht? Das gefällt mir gar nicht. Weiß nicht wieso, aber es gefällt Maru nicht. Ja. Was zum... Sie läuft wirklich noch? Die Maschinen scheinen immer noch Waffen herzustellen, obwohl der Krieg schon längst vorbei ist. Da kommt etwas. Nicht lang Fackeln umhauen. Das nix nochmal. Greifen Sie uns an? Ja, wenn Sie so sind wie die Mondlaser. Die stinken nach Magie. Ja, das muss es sein. Musst du unbedingt stinken sagen? Ach, guck mal, die haben doch ein bezauberndes Lächeln drauf. Na scheiße, und ich habe kein rotes Gerät. Ja, nee. Gucken wir mal. Kommt wahrscheinlich nicht durch. Vergiss es. Er wird alles ab. Lass uns seine Barriere entfernen. Okay, nehmen wir das Paroi-Gerät. Aber das ist doch für blau. Es funktioniert nicht. Die Barriere ist bestimmt zu stark. Da bleibt uns wohl nichts übrig, als zu fliehen.
Na, mir würde jetzt sonst auch nichts einfallen. Dann flüchten wir. Erstmal, als wir aus dem Kampf geflüchtet sind. Hier kam ich her, ne? Oder? Ja, hier kam ich her. Da ist auch eine Kiste. Und das ist meine. Hab ich genau gesehen. Kräftetausch. Pfeil. Gedöns des Todes. Oh Gott. Da hinten ist etwas. Fliegender Mecha-Robo. Ihr stellt euch mir im Weg, ne? Das finde ich ja toll. So. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Feuer auf dir da hinten. Ist okay. Okay. Was seid denn ihr für welche? Ach, ihr seid die... Möchte gern Heilroboter, ja? Verbotene Technik. Ja, warum benutze ich die dann, wenn die verboten ist? Ach du Scheiße. Ja, hätte sie anders lackiert. Das ist echt schon verboten. Wirklich. Noch fünfmal. Tiefer sinken, wuppdidu. Zauber. Mach nochmal Erde. Das funktioniert manchmal auch schön. Besonders bei Gegnern, die auf dem Boden stehen. Easy. Das ist aber ein verbotenes Ritual, ne? Vorher war es eine verbotene Technik. Ach, guck mal, der ist jetzt auch anders lackiert. Okay. Zur Kenntnis genommen. Wie, reicht noch nicht. So, jetzt aber. Okay. Die Frage ist ja immer noch, wer hat jetzt die ganzen... Roboter tatsächlich hingestellt, produziert. Warum produzieren die immer noch? Und was hat das Zeichen da bei Nene immer damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich kann da nicht rauf, was? Warum sind die grün? Wieso ist der immer zuerst dran? Ich bin eigentlich laut Dingens erstmal dran, ja? Naja, ist wie es ist. Ja, Kraft am Arsch, ne? Gibt's nicht. Siehst du wohl. So, jetzt muss ich aber wahrscheinlich halt immer noch ein Gerät finden, mit dem ich rote Barrieren vernichten kann.
da auch diese Barrierenprozesse hier erledigen könnte. Okay. Fragt sich halt auch, wie lange hält denn das Ding? Okay, anscheinend nur ein Angriff oder so. Zauber! C4. Alles gut zu wissen, wenn man weiß, aha, die Fähigkeit, die er benutzt hat, ist tatsächlich dann, ne, reflektierend und so. Gibt's ja nicht immer, aber manchmal. Immer wieder öfter.